Ich war letzte Woche auf einem Festival und bin einfach mit Fieber, Husten, Halsweh und was weiß ich alles wieder zurückgekommen. Deswegen entschuldigt bitte die Verspätung für das Video, so wie auch, wenn es hier etwas gerusht wirkt. Aber ich versuche gerade 4 Videos, also die beiden Breakdowns plus die Reactions aufzunehmen, während noch die Aspirin wirkt. Aufgrund der Tatsache, dass ich die Folge deswegen erst über eine Woche nach dem Release gesehen habe, habe ich natürlich von einem großen Backlash mitbekommen, den die Folge so mit sich gebracht hat. Deswegen ich auch ganz verwirrt war, als ich plötzlich in einigen Kommentaren gelesen habe, dass in Star Wars gesungen wird. Und ich dachte mir, hä? Wird Ava Chris eine Rolle in der Serie spielen? Die sah die Macht nämlich nicht wie ein Energiefeld oder mikroskopisch kleine Lebewesen, sondern wie Musik. Hört sich komisch an, ich weiß, liest das Buch Light of the Jedi, welches allgemein das Einstiegsbuch für die Hohe Republik ist, es ergibt alles Sinn, glaubt mir. Zweiter Gedanke war dann, wir bekommen eine Disney-typische Gesangseinlage. Aber das, was wir dann wirklich bekommen haben, glaubt mir, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber lass uns mal ganz vorne beginnen, denn Folge 3 soll uns ein wenig die Hintergründe zwischen Osha und Mays Vergangenheit liefern. Die beiden befinden sich in einem verbotenen Gebiet ihres Heimatplaneten Brandog. Der fancy Baum, unter dem sie hier sitzen, ist übrigens der, aus dessen Blätter das Gift hergestellt wurde, welches Meister Torbin trank. Jedenfalls sagt May, dass sie sich auf die Aufstiegszeremonie in der Nacht vorbereiten müssen, die es den beiden erlauben wird, Hexen zu werden. Während May aufgeregt ist, will Osha die Zeremonie aber nicht mitmachen, als Mutter Coral die beiden auch findet und sie wieder zum Hexenzirkel zurückbringt. Was sie aber nicht wissen ist, dass ein junger Sol sie aus der Ferne beobachtet. Wieder zurück treffen sie auf Mutter Anisea, welche die beiden mit Mama ansprechen und mich zu Beginn vermuten ließ, dass das eben ihre leibliche Mutter ist, aber dazu kommen wir später noch. Wir erfahren dann, dass dieser Hexenzirkel einen ganz besonderen Zugang zur Macht hat, denn sie sehen diese als einen Faden an, der die Dinge miteinander verbindet. Eigentlich gar nicht mal so anders wie die Jedi, die sie als das Energiefeld sehen, welches alle Lebewesen durchdringt, also bevor es noch Midichlorianer gab. Mit dem Unterschied, dass ein Faden, naja, auch zu eng geschnürt oder auch durchtrennt werden kann. Es folgt dann eine kleine Machtdemonstration, in welcher uns gezeigt wird, dass zwei Machtnutzer stärker sind als nur einer. Okay, ich glaube, das hätte ich so auch sagen können, aber Osha und May passen sowieso nicht auf und werden in ihr Zimmer geschickt. Dabei spricht Mutter Anisea wieder über den Faden, der die beiden eint, und ich glaube, dass dieser, so wie die Tatsache, dass sie Zwillinge sind, eine große Rolle für den Zirkel spielt. Ich frage mich dabei aber, ob Anisea selbst auch einen Zwilling hat. Bei den Vorbereitungen für die Zeremonie verheimlicht Osha, dass sie etwas am Zeichnen ist, was May gar nicht gefällt, aber sie möchte einfach ihr eigenes individuelles Leben führen, weg von ihrer Schwester, denn Osha möchte eine Jedi werden. Als nächstes findet die Aufstiegszeremonie statt und Mutter Anisea erklärt mehr über die Geschichte des Zirkels. Sie behauptet, dass es den Jedi nicht gefiel, dass der Zirkel die Macht aktiv nutzte und sie deswegen auf diesen Planeten verbannte, als sie sich weigerten, ihre Lebensweise zu ändern. Seitdem ist der Zirkel zur Verschwiegenheit und zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet und Osha und May werden aufgefordert, ein Gelübde abzulegen, dasselbe zu tun. Als sie auch schon anfangen zu singen. Und ganz ehrlich, von dem, wie ich den Backlash darüber im Vorhinein mitbekommen habe, hätte ich mir zumindest eine richtige Highschool-Musical-Tanzanlage erwartet. Aber das ist ein Hexenzirkel. Ich meine, ist das eine coole, eindrucksvolle Szene, an welche ich mich oft und gerne zurückerinnern werde? Auf gar keinen Fall, aber könnte ich mir vorstellen, dass es in Star Wars eine random Abspaltung von Machtnutzern gibt, welche die Macht auf eine andere Art und Weise verstehen und solche Rituale abhalten? Absolut. Jedenfalls ist nur May wirklich bereit dazu und Anisea überträgt die Kräfte in sie, die May mit dem gleichen weißen Zeichen auf der Stirn ausstattet, wie auch sie selbst. Und ja, da wurde mir klar, das ist eindeutig Hexenmagie-Macht und nicht Jedi- bzw. Sith-Macht, so wie wir sie bis jetzt kennen. Eher ähnlich wie die Machtmagie der Nachtschwestern von Dathomir. Doch als dann Osha an die Reihe kommt, wird die Zeremonie durch die Ankunft von den Jedi in Dara, Torbin, Kelnaka und Sol unterbrochen. Während Anisea den Hexenzirkel bittet, die beiden Zwillinge zu verstecken, erklären die Jedi zwar, dass sie keine bösen Absichten haben, aber eigentlich dachten, dass Brandog unbewohnt sei und sie wollen ihnen die Kinder wegnehmen. Klassisches Jedi-Verhalten. Denn nach dem Gesetz der Hohen Republik muss jedes Kind auf die Eignung als Jedi getestet werden. Darin sieht Osha ihre Chance und tritt hervor. Sie sagt, dass sie getestet werden möchte und bittet Anisea um Erlaubnis, dass May hervortreten darf, was sie auch tut.
Dabei zeigt Sol ihr sein Lichtschwert, welches wohl schon damals das Merkmal der Jedi war. Denn in Episode 1 identifiziert Anakin Qui-Gon auch erst als Jedi, als er dessen Lichtschwert erspielt hatte. Als der Hexenzirkel schlecht auf die Idee reagiert, die Zwillinge zu testen, versetzen sie Torbin, der zu dem Zeitpunkt noch ein Padawan war, in eine Art Trance und zwingen ihn in die Knie. Warum, weiß ich nicht ganz, denn schlussendlich stimmt Anisea einfach zu, beide Mädchen zur Jedi-Basis zu bringen und Torbin wird freigelassen. Aber der Hexenzirkel hat einen grandiosen Plan. May und Osha sollen bei der Prüfung einfach lügen, um durchzufallen. Ein Plan, dem May leicht zustimmt, aber Osha lässt sich nicht so leicht umstimmen. Ah ja, und uns wird auch gesagt, dass die Sabrek eine der Zwillinge ausgetragen hat und Anisea sie erschaffen hat. Bitte was? Ich glaube, das Thema ist zu groß, um es jetzt hier unterzubringen. Ich werde am Ende nochmal ausführlich darauf eingehen. Übrigens, wenn ihr mehr meine persönliche Meinung zu den Folgen und weniger einen Lore-Recap sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne meine Reactions auf die Episoden auf meinem Zweitkanal Papa Palpatine anschauen. Do it. Als Sol und Indara sie testen, finden sie heraus, dass sie lügt und Sol erzählt seine Geschichte, wie er in noch viel jüngeren Jahren zum Jedi-Orden kam. Als Osha das Raumschiff der Jedi verlässt, weiß May sofort, dass sie bestanden hat und sie ist außer sich vor Wut. May erzählt Anisea, was passiert ist und Osha vertraut ihrer Mutter an, dass sie eine Jedi werden will. Die beiden führen dann ein eigentlich ziemlich schönes Gespräch, in dem Anisea Osha sagt, dass sie sich nicht von dem Faden, auf dem ihre Ideologie der Macht ja eben basiert, leiten lassen soll, sondern ihn nutzen soll, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Osha findet sich damit ab, dass sie den Hexenzirkel nie wiedersehen kann, aber May ist da anderer Meinung. Sie findet dann eine Zeichnung von dem Symbol des Jedi-Ordens in Oshas Notizbuch, ihr erinnert euch, das, was sie May vorhin nicht zeigen wollte, und gerät daraufhin in Rage, sperrt Osha in ihrem Zimmer ein und möchte sie töten? Bitte was? May hatte zuvor auch schon einen Moment, als ihr der Geduldsfaden gerissen ist. Haha, versteht ihr? Aber nicht in solch einem Ausmaß. Denn sie nimmt eine Laterne und setzt dieses gesamte Steingebäude in Brand, um Oshas Leben zu nehmen. Aber was ist das für eine Logik? Ich hab dich so gerne, ich möchte dich nicht an die Jedi verlieren, deswegen töte ich dich. Hä? Osha kann so aus dem Zimmer fliehen und wie es der Zufall so will, läuft auch gerade Sol durch die Räume des Hexenzirkels, um die beiden zu suchen. Osha und May stehen sich dann auf der Brücke gegenüber, wobei sie sich beide anschreien, was sie getan haben. Die Brücke stürzt dann ein, May fällt in die Tiefe und Osha wird von Sol gerettet. Beim Weg nach draußen sehen wir dann noch den toten Hexenzirkel, Osha wird ohnmächtig und ich hab Fragen. Extrem viele Fragen. Was ist mit May passiert, dass sie Osha plötzlich töten möchte? Hat das irgendetwas mit dem Ritual zu tun? Wie konnte sich das Feuer so schnell ausbreiten? Wie sind die ganzen Mitglieder des Zirkels gestorben und was macht Sol hier? Ich glaube, es ist natürlich naheliegend zu vermuten, dass die Jedi aus irgendeinem Grund die Hexen getötet haben. Was aber mit einem Moment aus der nächsten Folge, auf welchen ich jetzt noch nicht eingehen werde, nicht zusammenpassen würde. Ganz klar ist aber, dass sie nicht durch Mays Feuer getötet wurden. Lichtschwertwunden konnte ich jetzt aber auch keine erkennen. War der Meister hier auch anwesend oder vielleicht die wirklichen Sith? Jedenfalls wird Osha, als sie wieder zu sich kommt, von Sol und Indara erklärt, was passiert sei, nämlich dass May ein Feuer gelegt hatte, welches sie selbst und den gesamten Zirkel getötet hatte. Zumindest ist das ihre Sicht. Sol sagt dann auch noch, dass er sie zum Padawan ausbilden wird, wenn sie das möchte. Aber seit wann ist das ihre Entscheidung? Zum Schluss sehen wir dann auch noch den Baum vom Anfang der Folge mit einer sehr lebendigen May. Puh, ich weiß, dass sehr viele der Leute die Folge nicht mögen. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur verwirrt. Denn es fehlen so viele Informationen, was genau bei dem Feuer passiert ist und wie Osha und May nun bitte entstanden sind. Hä? Sie können nicht einfach Anakin 2.0 und 3.0 sein. Keine Chance. Anfangs dachte ich mir bei der Aussage, es gibt keinen Vater. Klar, das ist ein Hexenzirkel. Natürlich gibt es hier keine Männer oder Väter. In einem Kloster gab es früher auch keine Frauen und Mitglieder waren Freiwillige oder Waisenkinder. Aber dass die beiden durch die Macht erschaffen wurden, das geht nicht. Das können sie nicht machen. Lass von mir aus Anisea auf einem natürlichen Wege schwanger geworden sein und sie nutzt dann die Macht, um das ungeborene Kind in den Sabrek zu klonen. Und dann gibt es zwei von ihnen, von mir aus, weil das eine Fähigkeit der Macht ist, welche von den Jedi verpört ist und deswegen dürfen sie das nicht mitbekommen. Ist okay, aber sie können nicht durch die Macht entstanden sein. Je nachdem, was hier die genaueren Hintergründe sind, kann die Episode eben eine glatte 0 von 10 sein. Da greife ich auch einfach mal hart durch, denn sie können nicht Anakins USP als der Auserwählte einfach so egalisieren. Da muss mehr dahinter sein. Rein vom Unterhaltungsfaktor, wenn ich mein Star Wars Gehirn in dem Fall ausschalte, hat die Folge für mich aber eigentlich gepasst. Sagen wir 6 von 10, aber ich weiß nicht, ob ich eine Star Wars Serie schauen soll, wenn ich dazu mein Star Wars Gehirn ausmachen muss. Deswegen einfach mal abwarten und schauen, was die nächsten Folgen bringen. Ich versuche auch den Breakdown der 4. Folge so schnell wie möglich online zu bringen. Bis dahin habe ich euch hier meine Reaction zur 3. Folge sowie meinen Breakdown der 2. Folge verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.